Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Den Stand der Dinge im Ukraine-Krieg beleuchten wir in diesem Podcast militärisch. Wir schauen auf die militärpolitischen Diskussionen rund um diesen Krieg und wir besprechen auch die Auswirkungen, die Folgen des Krieges auch für uns hier in Deutschland. Wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Diese Auswirkungen bei uns betreffen natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit der Bundeswehr, konzeptionell, ausrüstungstechnisch, personell, finanziell. Das wird heute ein Schwerpunktthema sein. Längst dürfte ja den meisten klar sein, dass diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, mit dem der Kanzler die Bundeswehr auf Vordermann bringen will, nicht reichen werden. Frage ist nur, macht irgendjemand irgendetwas aus dieser Erkenntnis und wird überhaupt schon was getan, um zumindest mit den 100 Milliarden die Bundeswehr besser zu machen? Darum geht es dann vornehmlich in der zweiten Hälfte. Zuvor schauen wir natürlich auf die aktuelle Lage und runden auch nochmal das Thema aus dem letzten Podcast ein bisschen ab, als es um die Interessen und die Ziele, die der Westen in diesem Krieg verfolgt, ging. Gesagt ist dazu ja bestimmt noch nicht alles. Wir zeichnen auf am Freitag, 3. Februar, wieder so gegen 11:30 am Mittag. Schauen wir auf die aktuelle Lage oder sagen wir besser auf das aktuelle Geschehen, denn es gibt ja auch auf der politischen Ebene einiges, das sich tut. Deswegen wird dieser Abschnitt Aktuelles heute vielleicht ein bisschen länger. Zunächst militärisch, Herr Bühler, gibt es wesentliche Entwicklungen an den verschiedenen Frontabschnitten? Also wesentliche Entwicklungen, was Raumgewinne angeht, gibt es nicht, aber es gibt schwere und heftige Kämpfe an den Frontabschnitten im Norden und insbesondere im Donbass. Es gibt darüber hinaus Angriffe auf die zivile Infrastruktur, auf frontnahe Städte, also Donetsk beispielsweise, Saporischschja, Charkiw, Cherson gehört dazu. Das darf man jetzt nicht einordnen in die Luftangriffe gegen die Energieinfrastruktur. Das sind Angriffe, die mit Artillerie gemacht werden oder auch zum Teil mit Raketen, also mit kurzer Reichweite auf die frontnahen Städte. Dann haben wir als Brennpunkt in den letzten 2-3 Tagen gesehen Kremina im Norden mit Gegenangriffen der Russen, taktischen Gegenangriffen, um sich aus der drohenden Umklammerung dort durch die Ukraine zu lösen. Bachmut ist nach wie vor der Schwerpunkt. In der Stadt sind die Russen mittlerweile und genauer gesagt die Wagner-Leute mittlerweile so weit vorgedrungen, dass das östlich gelegene Industriegebiet komplett eingenommen worden ist. Und es gibt aus dem Südosten und aus dem Nordosten Angriffe auf das Stadtgebiet selbst. Es gibt erste Ortskämpfe in den östlich gelegenen Stadtteilen von Bachmut. Und darüber hinaus gibt es nördlich und auch südlich Angriffe von Bachmut Richtung Westen, die insbesondere auf die Versorgungslinien zielen, die nach Bachmut reinführen. Eine große Straße, die M3, die von Nordwesten auf Bachmut zuläuft, und eine weitere, die nach Südwesten von Bachmut aus nach Westen läuft. Also da muss man sehen, was sich jetzt in den nächsten Tagen dort ereignet. Wenn diese beiden Versorgungsstraßen unterbrochen werden können durch die Angriffe der Russen, dann muss man sich sicher Gedanken machen über einen Fortbestand dieser Stellungen dort in Bachmut. Hm. Und weiter im Süden etwas weniger Intensität im Bereich Donetsk-Stadt und westlich davon. Marinka ist da so ein Schwerpunkt, ein taktischer Schwerpunkt. Aber insgesamt auf der gesamten Frontlinie nur wenig Geländegewinne, wie ich es gerade gesagt habe, auch um Bachmut herum wenig Geländegewinne. Das sind tatsächlich dann manchmal wenige hundert Meter, manchmal ganz wenige Kilometer. Und auch heute nochmal die Frage, ob sich anhand von Truppenbewegungen, bestimmten Vorstößen oder anderen Dingen erkennen lässt, was die Pläne Russlands in den nächsten Wochen sein könnten? Also Fortsetzung der Offensive im Raum Donetsk auf jeden Fall. Das ist der Schwerpunkt, also im Donbass selbst. Da schließe ich jetzt Bachmut mit ein. Hier hat Herr Putin Weisung gegeben, dass bis März die gesamten Oblaste Luhansk und Donetsk eingenommen werden
Zollen, das sehe ich nicht, dass es funktionieren wird mit dem Wissen, das wir jetzt haben. Dann natürlich Verteidigung des Eroberten im Norden und im Süden, aber auch dort Verbesserung der taktischen Ausgangsposition für eine Offensive. Es wird ja viel gemutmaßt, ob in den nächsten Wochen eine größere russische Offensive bevorstehen könnte, wenn Sie sich das alles angucken. Was spräche dafür, was spräche vielleicht dagegen? Also über das hinaus, was Sie jetzt an taktischen Gegenangriffen sehen, das meinen Sie also nicht mit Offensive. Im Augenblick spricht noch dagegen, dass die Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen sind für eine größere Offensivhandlung. Die Teilmobilmachung hat zwar bewirkt, dass mittlerweile rund 300.000 russische Soldaten in der Ukraine sind. Wenn man das vergleicht zu Kriegsbeginn, waren 150 bis 200.000 beteiligt. Es gab hohe Verluste. Die Schätzungen liegen bei etwa 130.000 toten oder verwundeten Soldaten. Manche Quellen gehen auch schon deutlich über diese Zahl hinaus. Aber die Teilmobilmachung, die dauert noch an. Auf jeden Fall die Ausbildung der neu mobilisierten Soldaten. Einige sind zwar schon in der Ukraine, andere sind aber noch in Weißrussland und in Russland. Und ebenso dauert noch an die Instandsetzung des vormals langzeitgelagerten Geräts, Panzer, Schützenpanzer, die in Depots standen und jetzt rausgeholt worden sind und instand gesetzt werden. Die russische Armee hatte im Verlauf des Krieges große Verluste an Material, insbesondere Kampfpanzer, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, mindestens 1.700 und davon sind gut 500 den Ukrainern in die Hände gefallen. Dennoch müssten mit Stand von heute ca. 2.000 bereits jetzt zur Verfügung stehen. Mhm. Aber, und das ist ja immer der Punkt, das ist ein Kampf um Zeit. Sie brauchen eigentlich noch mehr Zeit. Es kommt aber ein neuer Aspekt dazu. Und der kommt dazu mit den westlichen Waffen, dass sie im Grunde genommen zwei Linien fahren müssen. Einmal Zeit zu gewinnen, ihre eigenen Maßnahmen dort zur Wirkung zu bringen. Und zum anderen sehen sie natürlich jetzt, dass die Zeit auch für die Ukraine in die andere Richtung tickt. Hm. Über die westlichen Waffen, die dann noch kommen sollen, reden wir gleich noch ein bisschen. Zunächst mal, das hört sich alles so an, als ob es natürlich einen deutlichen Widerspruch gibt zwischen der Weisung Putins, von der Sie gesprochen haben, und dem aktuellen Zustand der russischen Truppen dort vor Ort. Nichtsdestotrotz fürchten die Ukrainer, habe ich zumindest gelesen, dass Russland so um den 24. Februar herum eine solche Offensive starten könnte, weil es die Russen halt so mit Symbolik hätten. Am 24. Februar jährt sich ja der Beginn des Krieges. Das weiß ich jetzt nicht, ob das auch die Auffassung von General Saluschny ist, dem Oberbefehlshaber der Ukraine, oder ob das irgendwelche Aussagen sind aus der Ukraine. Aber es ist schon richtig, dass viele Äußerungen oder Maßnahmen haben sich an symbolischen Daten orientiert. Das kann durchaus sein, dass am 24. Februar irgendwas Besonderes dort passiert. Ein Luftangriff oder Luftoperationen, muss ich genauer sagen, wie wir sie schon erlebt haben, gegen zivile Infrastruktur zum Beispiel, das könnte sein. Aber eine Offensive hängt von so vielen Faktoren ab, die wir im letzten Podcast auch besprochen haben, dass ich das nicht sehe, dass das jetzt punktgenau auf den 24. Februar erfolgreich durchgeführt werden kann. Das heißt ja auch, dass die Russen dann eine Zwei-Fronten-Offensive starten könnten, im Donbass und im Süden der Ukraine. Also Donbass könnte ich jetzt nachvollziehen, aber Südukraine, wo sollte sich denn das abspielen? Also gibt es da überhaupt günstige Voraussetzungen für die Russen? Ja, wir stecken da jetzt nicht drin, was die Russen da sich so ausdenken an Optionen. Aber sie haben schon recht, die Versorgungswege im Süden sind weitaus schwieriger für die Russen als über Russland direkt nach Luhansk. Das wäre dann der nördliche Ansatz, den Sie gerade gesprochen haben. Im Süden wäre es viel leichter für die Ukrainer, diese Versorgungswege mit ihren weitreichenden Waffen, mit HIMARS oder mit Mars, also mit Raketen, Raketenwerfern zu unterbrechen. Sehen Sie denn aktuell Potenzial für eine größere Offensive seitens der Ukraine, oder muss man da warten, bis die Waffen aus dem Westen kommen?
Ja, wir haben ja über die Faktoren gesprochen, ich sage es nochmal, aber die, Ihnen läuft natürlich die Zeit jetzt weg. Sie sehen den Aufbau der Fähigkeiten auf der russischen Seite und Sie sehen auch, dass es Ihnen in den letzten Wochen nicht gelungen ist, wieder das Momentum zu bekommen, um dort die Initiative zu ergreifen im Norden oder im Süden. Das hat alles bisher noch nicht funktioniert. Sie brauchen sicher die Waffen aus dem Westen und die werden Sie vor April nicht haben. Die nächste größere Welle von russischen Luftangriffen auf die Energieinfrastruktur der Ukraine ist offenbar bislang ausgeblieben, aber mutmaßlich ist es ja nur eine Frage der Zeit, oder? Ja, das glaube ich auch. Das ist eine Frage der Zeit. Wir haben ja heute Morgen gesehen, dass es mit der Luftalarm in Kiew war. Mutmaßlich wegen Flugzeugen, die in Belarus und auch in Russland aufgestiegen sind. Aber mit Beginn des Podcasts gab es noch keine Raketen, die irgendwo auf der Ukraine eingeschlagen sind, im Zusammenhang mit dieser Luftoperation gegen Energieinfrastruktur. Jetzt mal zu den Waffen aus dem Westen. Der Westen versorgt die Ukraine weiter mit Waffen. Ich will jetzt heute mal nicht auf die aktuellen Diskussionen zu Wünschen bzw. Forderungen der Ukraine eingehen. Aber eine Sache hat sie auf jeden Fall aufhorchen lassen. Es gab den dringlichen Wunsch der Ukrainer nach Waffen, die eine größere Reichweite haben als die, die sie bisher haben. So, nun wird es offenbar so sein, dass die Amerikaner HIMARS-Raketen liefern, die nicht nur 80, sondern 150 Kilometer weit reichen. Insoweit wird das für die Russen zum Problem. Also ich könnte mir vorstellen, dass die dann Truppen, Munitionslager bislang ja erstmal so organisiert haben, dass sie nicht mit den 80 Kilometer Raketen getroffen werden können. Und 150 Kilometer Reichweite würde ja bedeuten, dass das alles noch weiter nach hinten verlagert werden muss und dass damit die Versorgung der Truppen noch mal ein Stück schwieriger wird. Ja, ja, sicher. Das ist sicher ein Problem. Da müssen Sie sich darauf einstellen, dass die Ukrainer jetzt verlängerte Reichweite haben für ihre HIMARS-Raketen. Das ist ein Vorteil für die Ukraine, weil sie auf der anderen Seite ihre Abschussstellungen weit vor der Front oder hinter der Front, wenn Sie es so nehmen, aufbauen können, sodass sie von den Russen nicht getroffen werden können. Je weiter sie nach vorne gehen, steigt zwar das Risiko, aber wenn sie dann nur kurz stehen, ist das Risiko beherrschbar. Sie haben aber dann die Möglichkeit, Ziele zu treffen, Logistikeinrichtungen, Führungsstellen und so weiter, die weit hinter der Front liegen aus russischer Seite. Kann man das noch ein bisschen konkreter machen? Also welche, zum Beispiel, welche stationären, wichtigen militärischen Ziele würden die Ukraine damit treffen können? Also an Militärstützpunkte, glaube ich, auf der Krim, die da mitten auf der Krim sind, kommt man sicherlich noch nicht ran. Also stationär, naja, oder quasi stationär sind große Logistikeinrichtungen, große Bereitstellungsräume für russische Truppen, Führungsstellen, also Gefechtsstände der russischen Truppen. Das wären so Ziele, die dann weit hinter der Front getroffen werden können. Okay, und andererseits natürlich inwieweit die Frage, inwieweit steht zu befürchten, dass dann solche Angriffe, beispielsweise auf tief im Land liegende Logistikeinrichtungen, möglicherweise sogar am Nordrand der Krim, die Russen das Geschehen dann weiter eskalieren lassen? Wir wissen ja, die Amerikaner sind sehr zurückhaltend mit ihrer weitreichenden Munition. Sie haben ja auch Vereinbarungen mit den Ukrainern getroffen, dass sie mit dieser Munition nicht das russische Kernland, also innerhalb der international anerkannten Grenzen Russlands, treffen. Ich weiß nicht, ob dieser Schritt jetzt zu 300 Kilometer Raketen zeitnah kommt oder ob er überhaupt kommt. Man muss auch wissen, diese Raketen sind auch in der US-Armee ein wertvolles Gut und die gibt man nicht ohne weiteres aus der Hand. Okay. Zum aktuellen Geschehen gehört heute auch das, was in Kiew passiert, politisch. Eine Veranstaltung, die als EU-Ukraine-Gipfel bezeichnet wird. Das ist vielleicht insoweit ein bisschen irreführend, als dass da keine Staats- oder Regierungschefs aus der Europäischen Union in Kiew sind. Das ist in Anführungszeichen nur die Spitze der EU, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und einige Kommissare. Das heißt, so würde ich das interpretieren, das ist eher so ein symbolischer Gipfel, auch wenn man natürlich Symbolik nicht unterschätzen sollte.
Also die Nationen werden dort sicher auch vertreten sein. Die Spitze der EU ist ja der Rat, der Europäische Rat, jetzt vertreten durch Herrn Michel, den Ratspräsidenten, der wiederum die Staats- und Regierungschefs der EU repräsentiert, und dann die Kommissionspräsidentin mit, insgesamt habe ich gelesen, 15 Kommissaren ist sie nach Kiew gereist. Ich glaube schon, da ist Symbolik dabei, aber wie Sie schon sagen, man sollte die Symbolik nicht unterschätzen. Es ist doch ein ganz starkes Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Und was man so gelesen hat, der Gipfel ist ja noch nicht vorüber. Es gibt ja auch ganz praktische Maßnahmen, die dort verkündet und besprochen werden. Das geht von finanzieller Unterstützung bis zu Kleinigkeiten, will man sagen, den Erlass von Roaminggebühren bei Telefongesprächen in die EU. Es geht um Hilfspakete für den Wiederaufbau der Energie. Es geht um die gemeinsame Nutzung von großen Gasspeicheranlagen, die es in der Ukraine gibt, also auch für europäische Firmen oder Firmen in der EU und dergleichen mehr. Die Reise ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, Stichwort Luftalarm heute Morgen, aber das Risiko ist offensichtlich beherrschbar beurteilt worden, sodass man dort die fast gesamte Kommission nach Kiew gebracht hat. Dann gab es eine interessante Meldung aus dem Bereich, wie sag mal, Verhandlungen, Friedenspläne. Sie haben ja schon des Öfteren gesagt, dass bestimmt hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, dass es da Initiativen gibt, diesen Krieg zu beenden. Nun ist möglicherweise eine dieser Türen ein Stück weit aufgegangen, sodass wir hineinschauen könnten. Wie es hieß, hat US-Präsident Biden den beiden Kriegsparteien so eine Art Friedensplan unterbreitet. Das heißt, der CIA-Direktor, so habe ich es zumindest gelesen, musste herumreisen und Folgendes vorschlagen. Ich sage es kurz mit meinen Worten. Also die Russen bekommen, wenn man es zusammenrechnet, ungefähr 20% des ukrainischen Territoriums und damit ist der Krieg dann vorbei. Beide Seiten hätten abgelehnt, so heißt es. Ist aber so ein Vorschlag, Herr Bühler, vorstellbar für Sie, dass die Amerikaner das so einbringen? Also die Geschichte kam zuerst, wenn ich das richtig sehe, gestern von der Neuen Zürcher Zeitung. Der Journalist, ich kenne ihn, der ist gut vernetzt und er schreibt nicht irgendwelche Geschichten dort auf. Also von daher will ich sagen, es klingt schon plausibel. Allerdings hat er einen bestimmten Kenntnisstand, mit dem er das schreibt, und er hat Gesprächspartner, die sich auch nicht namentlich dann zu erkennen gegeben haben, jedenfalls uns gegenüber dem Leser, sodass ich nicht weiß, ob da tatsächlich Substanz dann auch dran ist. Da bin ich etwas skeptisch, vor allen Dingen wegen der einfachen Form, so wie Sie es gerade gesagt haben. Für Russland würde das bedeuten Land für Frieden, für Ukraine würde das Frieden für Land bedeuten. Gut, entscheidend ist, wenn es wirklich so war, beide haben es sofort abgelehnt. Wenn aber dem so ist, dass der Vorschlag gemacht worden ist, ich weiß jetzt nicht, was zu diesen 20% dazugehört, wie man dazu kommt, was sagt uns denn die Ablehnung durch beide Seiten, durch die Ukraine, was sagt uns die Ablehnung durch die Russen? Also den Russen ist es nicht genug, das ist ja eindeutig, sie wollen mehr haben und die Ukrainer können es im Grunde genommen auch nicht machen. Sie können nicht akzeptieren, dass dem Aggressor 20% ihres Landes überlassen werden. 20%, das muss also etwa die jetzige Frontlinie sein, möglicherweise dann Gesamt-Luhansk und Gesamt-Donetsk, das könnte auch noch möglich sein. Aber im Kern, wenn man sich das anschaut, im Kern wäre es dann ein eingefrorener Konflikt. Und dieser Konflikt könnte jederzeit wieder aufbrechen. Und da haben die Ukrainer nach 2014 ja schlechte Erfahrungen mit solchen eingefrorenen Konflikten, die dann doch irgendwann mal wieder im Krieg enden, so wie es jetzt eben passiert ist. Also
Die Ukraine kann es aus politischen Gründen nicht machen. Die Ukraine hat schlechte Erfahrungen mit eingefrorenen Konflikten. Und deshalb glaube ich, wenn es denn so war, dass das überhaupt besprochen worden ist, dann war es zwangsläufig, dass sie das ablehnen mussten. Zeigt aber auch auf jeden Fall, dass es in solchen Gesprächen, in solchen Verhandlungen hinter verschlossenen Türen offenbar mit schönen Worten nicht so weit her ist, also dass man da keine Worte findet, wie man sie möglicherweise an den Mikrofonen der Presse findet, dass man solche Gespräche dann intern nicht mit Vokabeln wie, ja, was hält mir ein, Demokratie, Freiheit führt, sondern dass es da auch mit nicht um irgendwelche moralischen Fragen geht. Es ist ja dann auch immer die Frage, warum dringt sowas nach draußen? Warum wird sowas nach außen getragen? Das ist ja sicher auch mit Interessen verbunden. Was bewirkt denn so ein Bekanntwerden? Also vielleicht zur Einleitung, was Sie gerade gesagt haben, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass da, wenn es denn wahr ist, dass da mehr gesprochen worden ist, als aufgeschrieben werden konnte, nach den Informationen, die der Journalist bekommen hat. Also insofern wissen wir das nicht, ob da auch andere Fragen mit erörtert worden sind. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Ja, und das mit den Interessen ist immer etwas schwierig, wenn Sie nicht wissen, wer die anonymen Informanten sind. Und deshalb bin ich da immer äußerst skeptisch bei solchen Dingen, wenn irgendjemand was sagt, was er möglicherweise auch so wahrgenommen hat, aber es vielleicht auch nicht stimmt. Es wirft ja möglicherweise ein bisschen, weil wir bei Interessen sind, ein bisschen anderes Licht auf diesen Panzerdeal in der Rammstein-Gruppe. Nämlich, dass die Amerikaner vielleicht doch ein bisschen andere Kriterien zugrunde legen als dieses vermeintliche Drängen eines deutschen Bundeskanzlers. Da kann man lesen, dass Joe Biden erst, nachdem beide Seiten seinen Plan, also die 20%, abgelehnt hätten, dass er erst dann nach die Lieferung von Abrams-Kampfpanzern zugesagt hätte. Also da wird eine ganz andere Verknüpfung hergestellt. Eine ganz andere Verknüpfung meinen Sie jetzt als hier bei uns in der deutschen Darstellung? Naja, dass nicht Scholz sozusagen die ganze Zeit gedrängelt hat und gesagt hat, okay, also wir liefern Leopard, wenn ihr die Abrams liefert, sondern dass die Amerikaner halt das im Hintergrund versucht haben und möglicherweise den Russen auch gedroht haben und gesagt haben, naja, wenn ihr nicht einlenkt, dann liefern wir halt Abrams-Panzer. Und dann war die Entscheidung so, ganz ohne Zutun eines deutschen Bundeskanzlers. Ja, wie gesagt, ich habe das Stichwort schon mal genannt, da unterschiedliche Wahrnehmungen, vor allen Dingen, wenn es dann von Leuten kommt, die bei den Gesprächen gar nicht dabei waren und dann werden solche Geschichten konstruiert. Ich weiß es nicht und offen gestanden, ich will mich da auch gar nicht beteiligen an diesen Spekulationen. Mag sein, mag aber auch nicht sein. Dann frage ich auch erstmal nicht weiter nach. Bleiben wir dennoch kurz beim Westen und seinen Intentionen. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass ich da noch so einiges an Fragen auf dem Tisch hatte. Die konnten wir aus Zeitgründen nicht angehen, deswegen heute noch einen kleinen Nachtrag dazu. Wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, dessen Namen ich nicht nennen soll. Er hat mal eine, wie er schreibt, vom Mainstream abweichende Interpretation der Vorgänge in der Ukraine versucht. Jetzt zitiere ich. Erstens, wegen seiner über 6000 Nuklearwaffen kann Russland den Krieg nicht verlieren, darf ihn aber nicht gewinnen. Zweitens, die Ukraine kann den Krieg gegen Russland auf lange Sicht nicht gewinnen, darf ihn aber nicht verlieren. Das führt genau zu der militärischen Pattsituation, die wir heute sehen. Dieses Patt bewirkt einen verlustreichen Abnutzungskrieg ohne signifikante Geländegewinne, der irgendwann in der Zukunft beide Seiten zu Verhandlungen zwingen wird. Größere Kampfpanzerlieferungen oder gar Flugzeuge könnten das Blatt zugunsten der Ukraine wenden, aber vielleicht ist das wegen der russischen Nuklearwaffen gar nicht gewollt. Nicht der Sieg der Ukraine scheint das Ziel des Westens zu sein, sondern das Patt. Ihre Meinung dazu würde mich interessieren. Mit freundlichen Grüßen. Ja, ich glaube, dass in weiten Teilen des Westens schon die Auffassung vorherrscht, auch wenn man das so nicht explizit dann sagt, dass die Ukraine gewinnen muss. Also ich will jetzt nicht in diese Diskussion nicht verlieren oder gewinnen da reingezogen werden. Deshalb sage ich das so, dass mein Eindruck das ist, dass doch die meisten Leute die Ukraine als Gewinner dort sehen wollen. Und Tatsache ist aber auch, dass Russland eine Nuklearmacht ist. Und daraus folgt die Auffassung eben, die völlig richtig ist, dass man mit einer Nuklearmacht keinen Krieg führt.
wegen des Eskalationsrisikos. Und diese Auffassung habe ich von Anfang an für richtig gehalten. Und ich finde auch richtig, dass man Maßnahmen auch ständig vor diesem Hintergrund hinterfragt und dann ganz besonnen Entscheidungen trifft, um nicht in diese Falle reinzulaufen, die ja immer da ist. Ich meine, da gibt es viele Analysten, sagen, das würde nie eintreffen. Ich sage ja selbst, dass es äußerst unwahrscheinlich ist und dass Putin schlecht beraten wäre, diese Karte überhaupt zu ziehen. Aber wissen kann man das im Endeffekt nicht. Also von daher muss man das vor diesem Hintergrund sehen. Aber es ist natürlich schon so, dass Waffenlieferungen im konventionellen Bereich, also Kampfpanzerlieferungen, möglicherweise auch, wenn es notwendig ist, der Ersatz der Flugzeuge, die die Ukraine verloren haben, oder auch andere Waffen, Flugabwehrsysteme und dergleichen mehr, die führen natürlich dazu, und das ist ja auch der Hintergrund und der Zweck der Sache, die Ukraine zu befähigen, den Verteidigungskampf zu führen und auch ihre territoriale Integrität wiederherzustellen, wenn das möglich ist. Aber wenn man das mal übereinander legt, wir bekommen ja auch viele Mails von Hörerinnen und Hörern, die die aktuelle Entwicklung nicht so recht verstehen. Wenn man sagt, die Ukraine muss gewinnen, dann verstehen die Hörerinnen und Hörer nicht, wieso man dann so zögerlich ist bei den Waffenlieferungen. Wenn man allerdings sagt, wenn jemand, ein Politiker oder eine Politikerin, der Überzeugung ist, dass keine der beiden Seiten eigentlich mehr als ein Patt erreichen kann, dann richtet man doch seine Politik auch danach aus, und dann könnte doch alles das, was passiert an Waffenlieferungen und Nichtwaffenlieferungen, aufeinander passen. Es ist ja durchaus vorstellbar, dass man das Patt überwinden kann. Und auf dieses Ziel zielt ja die Operationsplanung der Ukraine, wieder in die Offensive zu kommen, wieder die Initiative zurückzugewinnen. Das muss nicht zwangsläufig auf eine nukleare Eskalation hinauslaufen. Die hat so viele Nachteile, die wir hier auch schon mehrfach erörtert haben, für Russland, dass ich eben sage, das ist äußerst unwahrscheinlich. Aber es muss keine Patt-Situation bleiben. Das ist nicht gegeben. Und deshalb kann es auch kein Ziel sein, des Westens eine Patt-Situation zu verfolgen, weil die ja unmittelbar in einen eingefrorenen Konflikt münden würde. Das würde auf jahrzehntelang dort zu einer Hochrüstung dann der beiden dann ehemals Kriegsparteien, oder vielleicht sind sie noch im Krieg, aber in einem Waffenstillstand hinauslaufen, das auch keiner haben will. Und zu quasi dem Thema hat uns auch eine Mail erreicht von Erik S., der führt auch den US-Generalstabschef Mark Milley an. Ich zitiere mal. Mark Milley warnte schon vor einigen Wochen vor einem solchen Erster-Weltkriegsszenario, bei dem ja auch schon zu Weihnachten 1914 klar war, dass die Kräfteverhältnisse an der Front so ausgeglichen sind, dass vermutlich keine Kriegspartei den Durchbruch schaffen würde. Trotzdem opferte man noch fast weitere 4 Jahre völlig sinnlos und gegen jede Vernunft, Millionen von Menschenleben in aussichtslosen Offensivbemühungen für wenige 100 Meter Raumgewinn. Müssten nicht alle Bemühungen dahin gehen, dass sich ein solcher Wahnsinn nicht wiederholt, und sei es durch ein Einfrieren des Konfliktes an der aktuellen Frontlinie? Zitat Ende. Also völlig richtig, dass wir alle Bemühungen anstellen müssen, dass wir in solche Szenarien überhaupt nicht reinkommen. Ich meine, dieses Weltkriegsszenario hat ein bisschen Schwächen, wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht. Das waren noch ganz andere Zustände damals. Was allerdings auch zu sagen ist, zum Ersten Weltkrieg und bei der Schlacht von Verdun und so weiter, die Franzosen haben nicht aufgegeben. Die Franzosen haben nicht aufgegeben, ihr Land zu verteidigen. Die Franzosen wollten sich keinen Diktatfrieden vom Aggressor diktieren lassen. Der Aggressor war ja Deutschland, wie wir wissen, der mit 1 Million Soldaten eingefallen ist über das neutrale Belgien hinweg. Und letztlich endete das an der Befestigungslinie der Franzosen und blieb da über Jahre hinweg. Also es ist von der historischen Situation ähnlich, aber nicht unbedingt vergleichbar, auch nicht im Ergebnis. So, aber Einfrieren des Konflikts der aktuellen Frontlinie, das hat schwerwiegende Nachteile, weil wir die Konfliktlösung diplomatisch oder wie auch immer nur in die Zukunft verschieben.
und möglicherweise riskieren, dass die beiden, ich hatte es gerade schon angesprochen, die beiden Kontrahenten dann militärische Fähigkeiten aufbauen und es dann doch wieder mit noch schlimmeren Ergebnissen dann militärisch versuchen zu lösen. Jetzt wird Erik Esser vielleicht denken, naja, aber es wird erstmal nicht mehr gestorben. Ja, das ist vollkommen klar. Das verstehe ich ja auch und da macht sich ja jeder von uns seine Gedanken dazu. Aber was nutzt es, wenn wir sagen, es wird jetzt nicht mehr gestorben und wir verschieben das ein Jahr, zwei Jahre weiter und es wird dann noch umso mehr gestorben. Also wir müssen an der Konfliktlösung interessiert sein und uns müssen Modelle einfallen. Und wir haben ja gerade gesehen, offensichtlich gibt es ja, wenn es wahr ist, Dinge, die im Hintergrund laufen, die Gott sei Dank nicht öffentlich werden und nicht sofort zerredet werden. Also von daher lieber an besseren Lösungen arbeiten, als Konflikte und Kriege einzufrieren. Dann kommen wir mal zu den Auswirkungen dieses Krieges, beziehungsweise, und jetzt ziehe ich mal den Kreis ein bisschen weiter, dem ständigen Anwachsen der Spannungen mit Russland seit vielen Jahren. Bevor wir nach Deutschland kommen, kurzer Blick nach Polen. Dort ist ja von Zeitenwende bei den Streitkräften von außen betrachtet viel mehr zu spüren als in Deutschland. Dort redet man nicht nur von massiver Aufrüstung, dort betreibt man sie. Wir hatten vor kurzem schon mal über die vielen Panzer gesprochen, die Polen bestellt hat. Dazu noch eine Mail von Markus Königsdorfer. Zitat: Polen plant, eine sehr große Menge an Panzern in Südkorea zu kaufen, zusätzlich zu den frisch erworbenen Abrams-Panzern aus den USA. Damit wird Polen die bei weitem größte Panzerarmee in Europa haben. Was bedeutet das für die europäische Sicherheitspolitik und welche Auswirkungen auf die polnische Außenpolitik sind zu erwarten? Kann sich Polen solche riesigen Ausgaben überhaupt leisten? Mit freundlichen Grüßen aus dem Allgäu. Ja, wir haben ja mehrfach schon über die Panzer bei den Polen gesprochen. Es ist so, die Polen haben jetzt 1000 Panzer bestellt bei den Südkoreanern. Aber zunächst mal, wie die polnischen Militärs und auch die polnische Politik denken, so wie ich mir es denke. Polen ist ja in den letzten Jahrhunderten mehrfach von seinen Nachbarn überfallen worden. Deutschland gehört mit dazu und das hat sich ganz tief im Gedächtnis der polnischen Nation eingegraben. Und deshalb nahmen und nehmen auch heute noch die Polen die Bedrohung durch Russland anders wahr, als wir das taten in den letzten Jahren. Das bedeutet auch, dass Polen mehr bereit ist zu bezahlen und mehr rüstet, als die NATO als Ganzes von ihren Mitgliedstaaten fordert. Die NATO fordert ja eine bestimmte Zahl von Panzern, eine bestimmte Zahl von Brigaden in ihren NATO-Zielen, der jedes Land zugestimmt hat. Mit diesen Bestellungen geht Polen jetzt da weit hinaus davon. Sie werden erklärtermaßen weit über 2% in ihre Streitkräfte investieren. Sicher zwischen 3 und 4% wird dabei herauskommen müssen, um sich das alles leisten zu können. Zeitweise in Spitzen auch mehr. Es sind ja nicht nur die Panzer, sondern es ist auch Artillerie, es sind auch Flugzeuge, die sie jetzt bestellt haben. Es sind Abrams-Panzer zusätzlich noch zu den südkoreanischen K2-Panzern. Können sich das leisten? Ist die Frage. Können Sie es leisten hinsichtlich des Personals erstmal? Kriegen Sie die Soldaten dann auch zusammen, um die Panzerbataillone dann auch besetzen zu können, über die 12 hinaus, die Sie im Augenblick haben? Das sind all die Fragen, die kann man heute noch nicht beantworten, aber ich denke, dass das intensiv durchdacht worden ist, bevor man solche Entscheidungen getroffen hat. Und dann werden Sie beim Personal sicher auch irgendwelche Lösungen finden und bei den Finanzen müssen Sie eben in andere Beziehungen im Haushalt Abstriche machen. Das tun Sie dann auch, da sind Sie auch bereit dazu. Dann kurze Nachfrage dazu, Stichwort Finanzen. Und zwar eine Nachfrage, die auch in den Hörermails zu finden war, und zwar von Jonas. Nachname bekannt, ich soll ihn nur nicht nennen. Ich sag's mal mit meinen Worten. Polen ist ein sogenanntes EU-Nehmerland, bekommt also aus den EU-Töpfen mehr Geld zurück, als es einzahlt. Die Frage ging dann in die Richtung, wieso kaufen die Polen dann eigentlich quasi von unserem Geld in Südkorea ein und nicht in Frankreich oder in Deutschland?
Naja, ob man das jetzt so sehen kann, dass man sagt, das ist unser Geld, das ist sicher nicht so. Ja, die Polen sind aufgrund ihrer Situation insgesamt nach Eintritt in die EU eines der Nehmerländer. Sie bekommen, bitte mich jetzt nicht festnageln, vielleicht stimmt die Zahl nicht mehr, die sich bei mir im Kopf eingeprägt hat, so 10 Milliarden etwa pro Jahr aus der Europäischen Union. Ich habe mir das deshalb gemerkt, weil der Verteidigungsetat vor einiger Zeit auch 10 Milliarden betragen hat. Und von daher kann man auch argumentieren, ja gut, die gesamte Verteidigung wird auch durch den Betrag gedeckt, aber das ist eine etwas simple Erklärung jetzt dafür. Die Polen kaufen in Korea ein aus Gründen der Verfügbarkeit, weil die Industrie bei uns zu stark ausgelastet ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie über Jahre hinweg mit deutschen Firmen nicht zu einem Ergebnis gekommen sind. Ich will gar nicht sagen, an wem es liegt. Ich weiß es auch nicht. Das kann an dem einen oder anderen Gesprächspartner liegen. Und es ist letztlich auch eine Preisfrage. Die südkoreanischen Panzer sind deutlich günstiger. Ob sie den Standard haben in operativer Sicht, in technischer Sicht der westlichen Kampfpanzer, also insbesondere das Leopard, ist einmal dahingestellt. Das weiß ich nicht. Da muss man erst mal sehen, wenn er dann hinterher da ist, der K2, dass man das dann auch vergleichen kann. Okay, dann kommen wir jetzt mal nach Deutschland. Da hat der Kanzler kurz nach Kriegsbeginn eine vielbeachtete Rede gehalten, hat die Zeitenwende verkündet und ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Tisch gelegt, mit dem er die Armee auf Vordermann bringen möchte. Was, Herr Bühler, sagen denn so Ihre Antennen, die Sie sicher trotz Pensionierung noch immer auf die Truppe ausgerichtet haben? Also spürt man dort in der Bundeswehr diese Zeitenwende? Ja, also ich glaube, jeder in der Bundeswehr spürt die Zeitenwende und ich darf jetzt die Antwort nicht auf die Ausrüstung allein reduzieren, da kommen ja viele Aspekte zusammen. Wenn ich das aber jetzt trotzdem mal für einen Moment tue, ja, dieser Teil der Zeitenwende ist bei den Soldaten noch nicht angekommen, denn sie haben ja, das muss man realistisch sehen, sie haben ja weniger, als sie vorher hatten. Bei der Panzertruppe, bei der Artillerietruppe, bei der Munition und bei viel mehr, das in den letzten Monaten aus den aktiven Truppenbeständen an die Ukraine abgegeben worden ist. Das, was sie in 2022 bekommen haben, war noch nicht der Zeitenwende zuzuschreiben, sondern war bereits vorher bestellt. Ja. Man fragt sich ja, wie lange soll das eigentlich dauern? Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hatte ja schon mindestens eine Trendwende ausgerufen. Das ist immerhin roundabout 6 Jahre her. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, dass damals große Euphorie ausgebrochen ist bei der Bundeswehr, oder irre ich mich? Also sie waren ja damals noch im aktiven Dienst. Nein, Euphorie nicht. Man hat eher nüchtern auf das geschaut, auch optimistisch natürlich, was nun passiert. Ob sich das materialisiert, was dort mit zugegeben viel Tamtam dann aus der Taufe gehoben worden ist, die Trendwenden, Personal, Material, Finanzen. Eine weitere füge ich immer an, obwohl sie eigentlich öffentlich so nicht verwendet worden ist, ist die Trendwende Infrastruktur. Aber es bestand durchaus die berechtigte Hoffnung, und teilweise hat sich's ja auch materialisiert, dass die jahrelange Mangelwirtschaft in der Bundeswehr, wenn nicht kurzfristig, aber mittelfristig beendet werden könnte. Wie haben Sie denn diese Mangelwirtschaft, von der Sie jetzt gesprochen haben, damals erlebt? Naja, das habe ich noch als Divisionskommandeur erlebt, bis 2013. Dann war ich 1,5 Jahre in Norwegen und kam zurück und bin dann eben eingesetzt worden im Bundesministerium der Verteidigung und musste mich und wollte mich natürlich auch gerne mit all den Fragen befassen, die ich von auch als Divisionskommandeur schon für falsch hielt. Also Obergrenzen für Material und Personal. Dann gab es einen Grundsatz, der hieß Breite vor Tiefe. Es war klar, wir können uns nicht alles finanziell leisten. Aber wir wollten trotzdem keine Abstriche machen von den gesamten Fähigkeiten, die eine Armee braucht. Und deshalb hat man gesagt, breit, also alle Fähigkeiten, aber nicht so tief. Das können wir uns nicht leisten. Also nicht so viele Fähigkeiten. Dann
Weiteres Beispiel, nicht der Bedarf zählte, sondern der Bedarf, der wurde abgeschnitten. Der Truppe wurde gesagt, der Bedarf darf maximal so und so viel Euro betragen, was ihr im nächsten Jahr braucht. Das heißt, es wurde abgeschnitten, es wurde mit Mindestbedarfen gerechnet. Wenn also eine Truppengattung, das habe ich in Erinnerung, insgesamt 44 Drohnen braucht, Aufklärungsdrohnen waren das, dann hat man nur 7 bestellt, weil das Geld eben nur für 7 da war. Das Personal für 44 war aber da. Weitere Beispiele sind, dass man Material gekauft hat, ohne die erforderlichen Ersatzteilpakete. Mit dem Erfolg, dass wenn die Ersatzteile anfielen, man sie nachbestellen musste. Die mussten dann in Einzelarbeit hergestellt werden. Es musste gewartet werden, bis genügend Aufträge da waren, um ein Band aufzulegen für das spezielle Ersatzteil. All diese Fragen, Munition, also da könnte ich jetzt weiter fortsetzen. Ja. Solche Formulierungen, Breite vor Tiefe und diese Mindestbedarf, also wie es scheint, haben das zuständige Stäbe eher darüber gebrütet, wie sie die Situation schönreden können, anstatt sie zu verbessern. Also Sie können bestimmt noch DynVM gut aussprechen, dynamisches Verfügbarkeitsmanagement. Klingt richtig gut, modern, ne? Aber ist es sicher nicht. Also jeder, der da mitgearbeitet hat in der sogenannten Neuausrichtung der Bundeswehr, der hat natürlich versucht, sein Bestes zu geben. Auch die politische Leitung natürlich. Aber wir waren gebunden an die Ressourcen, die eben zur Verfügung standen. Das war eine ressourcenorientierte Planung. Das war keine auftragsorientierte Planung. Also man hat nicht gefragt, was erfordert dieser Auftrag an Ressourcen, sondern man hat gesagt, so, das ist das, was ihr habt und damit erfüllt er jetzt den Auftrag. Und die Aufträge sind immer mehr geworden über die Zeit. Und was dieses dynamische Verfügbarkeitsmanagement angeht, das war so, dass man gesagt hat, jedes Bataillon wird nur noch mit 70% des Materials, des Großgeräts, also Panzer beispielsweise, ausgerüstet. Und der Hintergrund war natürlich, dass man gesagt hat, das Bataillon ist ein halbes Jahr in Afghanistan, da braucht es keine Kampfpanzer. Da kann man die Kampfpanzer nehmen, die es zu Hause hat und kann es einem anderen Bataillon geben, sodass sie den Panzerkampf üben können zu Hause. Also macht ja schon alles irgendwie Sinn, ne? Aber so kann man keine Streitkräfte aufstellen, die vor allen Dingen dann so agil genug sein müssen, dass sie sich auf neue Auftragslagen dann auch einstellen können. Und wenn die Truppenteile, die in Afghanistan waren, was gebraucht haben, was sie nicht hatten, dann haben sie sich das wiederum bei anderen geborgt? Ja, ja, so ist es. Ja. So ist es. Und das war ein Tourismus von Material ohne Ende und es ist bis heute in Teilbereichen. Ja. Woran lag es denn damals, dass aus dieser angekündigten Trendwende nichts wurde? Ja, einiges habe ich gerade angedeutet, einiges ist ja erreicht worden. Vor allen Dingen haben wir diese Festlegungen, die Sie jetzt nochmal hinterfragt haben, diese Festlegungen überwunden. Das gibt es nicht mehr, jedenfalls nicht mehr im konzeptionellen Bereich. Dass es in der Praxis noch hier und da auftritt, das ist völlig unbenommen, das ist auch so. Ja, aber woran lag es? Wer hat das erfunden? Weil die Konsequenzen dieser Zeit immer noch heute in die heutige Zeit hineinstrahlen. Da geht es um die Vollausstattung der Verbände, da geht es um den Modernisierungsstau, der natürlich noch weiter andauert. Und es war zwar damals klar, dass es ein langer Prozess wird, aber, und das ist die zweite Sache, und das muss auch offen angesprochen werden, und das richtet sich nicht nur an eine Partei, sondern das richtet sich an das komplette Parteienspektrum in der Politik. Es fehlte allgemein so in den Jahren 16, 17, 18 an politischer Unterstützung, obwohl eigentlich die Zeitenwende für die Bundeswehr jedenfalls schon 2014 begonnen hatte. Und da muss ich eins sagen, es war mitnichten die Schuld von 16 Jahre lang Bundesminister der CDU-CSU. Auch die haben Fehler gemacht, gar keine Frage. Aber es war eben das gesamte Spektrum. Ich erinnere an den damaligen Außenminister Gabriel, der 2017 bei der Münchner Sicherheitskonferenz das 2% in Frage gestellt hat. Und nicht nur in Frage gestellt hat, sondern gesagt hat, dass wir das nicht erreichen werden. Das war vor dem Wahlkampf. Dann kam der Bundeskanzlerkandidat Scholz, der öffentlich von dem 2%-Beschluss der NATO, den die eigenen Leute ja mitgefasst haben. Das hat ja nicht die Kanzlerin alleine gemacht, sondern da saß der Außenminister der SPD daneben und hat das mitbeschlossen. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals.
Also das war das Jahr 2017, in dem die Finanzmittel dann planerisch auf 1,5% des Bruttoinlandsprodukts dann reduziert worden sind. Das heißt, das Ziel wurde auf 1,5% gesetzt. Reduziert werden wurde es nicht in der Praxis, sondern es wurde nur das Ziel reduziert. Und andere Parteien sind da auch beteiligt. Das würde aber zu weit führen jetzt, glaube ich. FDP fällt mir spontan ein, was immer heißt, die CSU hat die Wehrpflicht abgeschafft. Nein, da war die FDP schon ganz massiv mit der beteiligt, vor allen Dingen mit der Forderung nach Reduzierung der Grundwehrdienstzeit, bis eben es auch keinen Sinn mehr gemacht hat. Wenn man das Lückenstopfen politisch falsch versteht und sagt, das ist Aufrüstung, dann ist da natürlich auch ein sehr großer Hemmschuh da, ne? Ja, deshalb haben wir ja immer gesagt, es geht nicht um Aufrüstung, sondern es geht um Ausrüstung. Aber das können Sie natürlich auch schnell umdrehen und können dann ein politisches Bild malen, das Sie vielleicht im Wahlkampf gut vertreten können, das aber für die Bundeswehr nicht zielführend ist. Dass dieser Zwiespalt, der ist insbesondere im Jahr 2017 aufgetreten, der ehemalige Wehrbeauftragte Dr. Bartels schreibt gestern im Politico, das Jahr 2022 war ein verlorenes Jahr. Kann sein, ist auch so. Wenn Sie wollen, können wir auch bei 2017 beginnen. Und dann sind wir bei 5 Jahren verlorene Zeit. Wenn ich auch der Objektivität willen sagen muss, natürlich ist der Verteidigungshaushalt gewachsen, auch in dieser Zeit. Aber er ist eben nicht so gewachsen, dass die Ziele, die Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung wieder umzubauen, sie voll auszustatten mit all dem, was sie braucht, um den Auftrag zu erfüllen, dass das nicht in dem Maße geschehen ist und nicht in der Geschwindigkeit auch geschehen ist, die erforderlich gewesen wäre. Sonst wären wir heute nicht in dem Zustand, sonst hätte es auch ein 100-Milliarden-Paket nicht gebraucht. Und viele würden sich natürlich wünschen, dass sich die Geschichte jetzt nicht wiederholt. Vielleicht können wir mal kurz schauen auf das, was nach der Zeitenwende-Rede von Scholz tatsächlich passiert ist. Also was ist denn da an Maßnahmen konkret getroffen worden? Also ich hoffe nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Es darf auch nicht passieren. Nicht mit Blick auf die Bündnispartner, nicht mit Blick auf die Bundeswehr und nicht mit Blick auf die Öffentlichkeit. Und es wird auch nicht passieren, weil sich der Kanzler ja selbst verpflichtet hat und jetzt auch der neue Verteidigungsminister. Aber ich sage Ihnen, die Nagelprobe steht in den nächsten Tagen an, wenn der Finanzminister die Eckwerte für den Haushalt 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Folgejahre vorstellt, für die nächsten Jahre 25 bis 28. Wenn es dann bei dieser Linie bleibt, des Fahrens auf Sicht, hat es Frau von der Leyen mal gesagt in diesem Jahr 2017, und sie meinte damit, ja, zwei Erhöhen des Verteidigungshaushaltes, um den steigenden Betriebskosten gerecht zu werden, aber Einfrieren des Verteidigungshaushaltes dann auf diese Erhöhung in der Mittelfristplanung. Wenn das kommt, dann kann ich Ihnen sagen, dann sinkt mein Optimismus. Jetzt konkret, was ist getroffen worden? Es sind viele Entscheidungen getroffen, die sich im neuen und erweiterten Aufträgen an die Bundeswehr niederschlagen. Verstärkung der Ostflanke der NATO, Litauen, Polen, in der Slowakei. Erweiterte schnelle Reaktionskräfte der NATO, Ausbildungsunterstützung für die Ukraine, die jetzt auch viel Personal der Bundeswehr bindet. Aber das sind Entscheidungen, die wir jetzt ein bisschen aus dem Blick verlieren. Deshalb sage ich das nochmal ausdrücklich dazu. Ganz konkret in diesem Zusammenhang sind beschlossen worden, diese 100 Milliarden Sondervermögen, die aber de facto etwa 90 Milliarden sein werden aufgrund der Preissteigerungen in den nächsten 5 Jahren und der Inflation. Und die Zusage, und auch das hat der Kanzler gemacht, den laufenden Verteidigungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukts anzuheben und darüber. Also das ist die konkrete Maßnahme, die man, glaube ich, in diesem Kontext nennen muss. Wenn man das Geld mal anschaut, gibt es auch noch mehr zu reden über Strukturen. Ich weiß nicht, ob das jetzt möglicherweise zu weit führt, aber wenn wir beim Geld mal bleiben, was ist denn da konkret ausgegeben worden bislang? Also was ist bestellt worden, um Löcher bei der Bundeswehr zu stopfen?
Ja, weil Sie sagen Strukturen. Es geht auch um Strukturen, das ist vollkommen richtig. Die Konzeption der Bundeswehr, die ja seit 5 Jahren auf dem Tisch liegt, muss nicht nur in Vollausstattung der Bundeswehr und Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden, das wäre jetzt der Geldanteil der entsprechende, sondern eben auch an Strukturanpassungen. Das sind zwar im letzten Jahr einzelne Entscheidungen getroffen worden, aber der komplette Vorschlag für die organisatorische, strukturelle Anpassung der Bundeswehr an die Aufgabe Landes- und Bündnisverteidigung, dieser Vorschlag liegt seit 2021 auf dem Tisch, das ist das Eckpunktepapier, auch im Internet nachrecherchierbar, das Frau Gramm-Karrenbauer damals herausgegeben hat mit dem Generalinspekteur insgesamt. Und das muss umgesetzt werden. So, was ist mit den, was ist ausgegeben worden? Ja, ausgegeben wurden natürlich die Mittel im Verteidigungshaushalt selbst 2022. Ob das in vollem Umfang gelang, die Investivmittel auszugeben, wird man erst sehen, wenn die Abrechnung dann des Jahres 2022 vorliegt. Das ist nämlich eine schwierige Geschichte, gerade in einem Nachwahljahr. Dort wurde der Haushalt 2022 ja erst im Juni, glaube ich, war es, also Mitte des Jahres beschlossen. Und bis zu diesem Zeitpunkt gilt die sogenannte vorläufige Haushaltsführung, wie man sie auch auf der kommunalen Ebene hat oder auf der Länderebene hat. Und das bedeutet, dass sie kein neues Projekt beginnen können in dieser Zeit. Und dann steht im Grunde genommen noch ein halbes Jahr Minus, nämlich Minus den Urlaub zur Verfügung. Und um das umzusetzen, da bin ich gespannt, aber ich hoffe für die Bundeswehr, dass es gelungen ist. Die Frage zielt also insgesamt auf das Sondervermögen. Was ist da ausgegeben worden? Und hier sind im Dezember die ersten Bestellungen durch den Haushaltsausschuss gebilligt worden. Warum erst im Dezember? Weil das Gesetz, das entsprechende Gesetz, ja erst im Herbst dann in Kraft getreten ist. Also schneller ging es dann gar nicht mehr. Es war ohnehin, glaube ich, schon insgesamt eine Leistung aller Beteiligten, dass man so viel dann im Dezember auch beschließen konnte. Ich würde Ihnen vielleicht mal kurz nur ansatzweise widersprechen, wenn Sie sagen, schneller ging es dann gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass die Corona-Schutzmaßnahmen, die Gesetzgebung dazu, Infektionsschutzgesetz und so weiter, was da alles in einem Tempo durch das Parlament gepeitscht wurde, da hat man sozusagen nur noch die Rückleuchten gesehen der Gesetze. Warum kann man das nicht bei solchen Gesetzen machen? Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Man hätte da insgesamt besser zusammenarbeiten können. Also die einzelnen Player, die dort bei der Rüstung zusammenarbeiten müssen. Und das sind eben die Ministerien, die entsprechend, Finanzministerium, das ist das Verteidigungsministerium, das ist die Bundeswehrbeschaffungsorganisation, das ist der Bundesrechnungshof, das ist das Parlament. Und man hätte sich zusammensetzen können und auf Zeit drücken können. Ich hatte eher den Eindruck im letzten Jahr, dass jeder der Beteiligten dort in seiner Säule möglicherweise optimiert hat, aber der Gesamtprozess nicht abgestimmt war. Und man kann das zum Beispiel festmachen an dem Veto des Bundesrechnungshofs. Na, Veto ist der falsche Ausdruck. Also der Kritik des Bundesrechnungshofs an der Ausplanung für das 100 Milliarden Projekt, das ja auch entspricht einem Haushalt, muss genauso gemacht werden wie ein ganz normaler Haushalt, nach haushaltsrechtlichen Dingen. Ja, denn das hat halt Wochen gedauert, dieser Kritik dann zu entgegnen, und letztlich wurde die Planung nochmal praktisch neu angesetzt aufgrund dieser Kritik. Das hätte man vorher besprechen können und kann sagen, so, was kann ich tun mit meiner Organisation, um der Richtlinie zunächst des Kanzlers gerecht zu werden, die er da am 27. Februar erlassen hat im Rahmen seiner Richtlinienkompetenz. Das ist so nicht
erfolgt. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel aus einer Mail von Sascha Haupt. Der schreibt Folgendes. Nach dem Puma-Debakel vor Weihnachten, also Debakel vor allem hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, wurde die Beschaffung des zweiten Loses Puma zurückgestellt. Wäre es in der aktuellen Lage nicht sinnvoller, dieses zweite Los zu beauftragen, auch wenn das Fahrzeug noch nicht ganz ausgereift ist? Es scheint ja bereits heute relativ klar zu sein, dass selbst die vorhandenen Pumas nochmal nachgerüstet werden müssen. Und da, Zitat Ende, Nachfrage von mir, also quasi mit einem Mal ausatmen, hat die damalige Verteidigungsministerin dieses zweite Los zurückgestellt. Wieso kann man nicht, um im Bild zu bleiben, einmal einatmen und den Vorgang wieder in Gang setzen, jetzt da die Ausfälle ja aufgeklärt sind? Ja, das haben wir ja schon intensiv eigentlich erörtert. Das war sicher ein Fehler. Und es geht hier nicht nur um das zweite Los Puma, es geht ja auch um die Nachrüstung der vorhandenen Pumas. Die Bundeswehr hat 350 davon, etwa 50 sind auf neuestem Stand, die jetzt auch in die NATO schnelle Eingreiftruppe gehen sollten. Und der Rest soll auch auf dieses Niveau gebracht werden. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist das Puma zweites Los, die Umfang etwa 50 nochmal dazu gekauft werden sollen. Und das war definitiv falsch, aufgrund einer Meldung, die noch gar nicht gesichert war, wo man also noch gar nicht gewusst hat, was ist eigentlich passiert. Dann so eine weitreichende Entscheidung zu treffen, nämlich die bereits beschlossene, vom Haushaltsausschuss genehmigte Nachrüstung der Pumas und die Bestellung des zweiten Loses erstmal auszusetzen. Aber ich gehe davon aus, dass das baldmöglichst jetzt geändert wird und dass der neue Minister diese Entscheidung treffen wird, die Puma jetzt nachzurüsten und auch andere nachzukaufen. Obwohl das jetzt natürlich schwierig ist, denn erstmal ist es jetzt verkündet. Es muss jetzt sicher der Bundestag, und da hat er Anspruch darauf, dann genau informiert werden, warum und wieso und warum damals die Entscheidung so getroffen worden ist. Und jetzt, einige Wochen später, sieht es anders aus. Mhm. Und jetzt zum Schluss für heute kommt vielleicht etwas, was viele als den eigentlichen Hammer an sich empfinden. Tim Witzler hat uns geschrieben, der beschäftigt sich wohl auch sehr eingehend mit dem Thema und zweifelt daran, dass diese 100 Milliarden Sondervermögen überhaupt ausreichen, um die Bundeswehr wieder auf einen passablen Stand zu bringen. Und er hat da prominente Mitzweifler an seiner Seite, die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högel, die schätzt den Bedarf auf 300 Milliarden. Und an der Seite von Tim Witzler nicht zuletzt auch der von Ihnen gerade eben angesprochene neue Verteidigungsminister. Wenn die Fachleute sagen, das reicht nicht, heißt das aber sicher noch lange nicht, dass die Zweifel aufgegriffen werden und es tatsächlich mehr Geld wird? Oder sind Sie auch da optimistisch? Also es nutzt jetzt nichts, wenn wir da ständig neue Zahlen ins Spiel bringen mit 300 Milliarden. Das ist ja auch nicht im Amt der Frau Wehrbeauftragten ausgerechnet worden. Das glaube ich nicht, sondern die kommt auch von irgendjemandem aus dem Verteidigungsministerium. Es kommt immer darauf an, auf welcher Grundlage Sie dann das berechnen. Ich hatte schon mal berichtet, dass wir 130 Milliarden schon gesagt haben im Jahr 2016. Im Januar 2016 war das. Es hätte das 100-Milliarden-Paket nicht gebraucht, wenn wir konsequent die Verteidigungsplanungen in Haushaltsplanungen umgesetzt hätten. Jetzt brauchen wir sie, aber damit es schnell geht, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, ein zweites Paket dort aufzumachen. Wir müssen den Haushalt steigern, denn nur über einen Haushalt, der mit einer ansteigenden Linie versehen wird, deshalb ist es dieser Hinweis auf die Mittelfristplanung so wichtig, nur dann gelingt es auch Großprojekte, die ja über Jahre laufen, dann auch planerisch unterzubringen. Das nutzt ja nichts, wenn das Geld nur fürs erste Jahr da ist und in den Folgejahren ist kein planerischer Spielraum da, um die einzelnen Jahresscheiben, wie man sagt, die einzelnen Raten dann auch in dem Haushaltsplan unterzubringen.
Also unterm Strich vollkommen richtig, was hier gesagt wird von den Experten und Expertinnen. Die Bundeswehr braucht mehr Geld. Ob das ein Sondervermögen ist, war ich zu bezweifeln. Ich denke mal, nach Auslaufen dieses Sondervermögens muss eine Anhebung des Verteidigungsausschusses garantieren, dass wir da oberhalb 2% liegen. Und in der Zwischenzeit, in diesen Zwischenjahren, muss auch der Verteidigungshaushalt so angepasst werden, dass wir jedes Jahr einschließlich des 100 Milliarden Vermögens und seiner Jahresraten auf die 2% plus kommen. Hm. Letzte Frage. Sie sagten oberhalb von diesen 2%. Wie weit oberhalb? Bei 2,05 oder bei 4%, wie es die Polen anstreben? Ja, das wird jetzt die interessante Frage. Der NATO-Gipfel steht ja vor uns und es gibt ja Bestrebungen, dass man die 2% als Untergrenze definiert in Zukunft als NATO-Forderung. Und da wird sich Deutschland nicht verweigern können, nicht in der Situation, in der wir heute sind. Das würde uns sofort wieder ausgelegt werden, als dass wir auch dort wieder auf der Bremse stehen. Von daher gehe ich davon aus, wenn der Beschluss vorlag, dann tatsächlich den Gipfel erreicht, dann wird das so kommen. Möglicherweise wird auch ein Ziel formuliert zwischen 2 und 3% oder in der Richtung. Aber an höhere Prozentzahlen will ich gar nicht denken. Okay, ein Thema, zu dem sicher noch viel mehr zu sagen wäre und sicher auch noch zu sagen sein wird. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass die Bundeswehr hier Thema in diesem Podcast ist. Für heute sind wir erstmal durch. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Mails mit Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Kleiner Hinweis, ich bin in der nächsten Woche nicht mit dabei. Herr Bühler schon, er wird dann mit meiner Kollegin Angela Tesch reden. Ich glaube, nächste Woche dann Mittwoch und Freitag, Herr Bühler. Sie also kommen Mittwoch wieder hier, ich dann erst am übernächsten Dienstag. Kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Und schönen Urlaub. Danke. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.